Wir müssen halt rationieren. Information. So. Das bringt uns gar nichts. Information. Außer, dass es vielleicht interessant aussieht. Okay, hier waren wir angreifen. Das Teil wird nie leer gehen. Da müssen wir unbedingt hin. Beim nächsten Zahltag kann ich euch ja einen kleinen Effekt zeigen, der eintritt, wenn man die Steuern ganz hoch schraubt. Fertig. So und so. Moment. So. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Immer schön sicherstellen, dass alles immer in der richtigen Reihenfolge fertig wird. Jetzt wird gerade, da werden gerade Taktiken erforscht. Steuern wurden gezahlt, jetzt sind wir 123. Seid gesiegt. Jetzt sind wir wieder 134. Und wenn die Motivation so hoch ist, füllen das noch so schnell wieder auf, dass es, dass sie überhaupt keine Probleme mehr bieten. Ausbau fertig. So hohe Steuern habe ich mein Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Das ist Deutschland. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Das Gebäude ist nun ausgebaut. Tut mir leid, ich bin nicht ganz Herr meiner Sinne. Das ist. Ich gehe auf Unzurechnungsfähigkeit. Da können wir noch zwei rausholen. Also noch zwei reinkriegen. Die zwei brauchen wir auch. Forschung abgeschlossen. Hier passt sonst nirgendwo mehr irgendwer rein. Da ist noch ein Platz, das... Aber da ist noch Platz für ein Wohnhaus. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Was? Das ist Wucher! Unverschämtheit! Senkt die Steuern! Was? Ach, da kommen die jetzt nicht mehr hin, oder was? Fertig. Blockiert das deren Weg? Das... Gut, dann kommt das Bonus 4 hin. Schweinerei. Das Gebäude ist nun ausgebaut. So, ist da noch Platz für zwei? Nein. Aber hier ist Platz für einen. Der Tag der und hier ist auch noch Platz für einen. Steuern und Sold werden. Und wir haben noch den Flaschenzug nicht erforscht. Vollbracht. Jetzt erforschen wir ihn aber. Eure Arbeiter so. Empfangen den Segen durch die Priester. Lasst das Volk bluten, auf das ich Kohle mache. Wir können uns jetzt eigentlich neue Truppen leisten. Wir holen uns neue Schwertkämpfer. Die alten sind aus Gründen verschlissen. Die machen wir zur Armee 3. Danach brauchen wir noch zwei Truppen und die bauen wir dann auch aus zu Bastardschwertkämpfern. Alles für eine super Armee. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Wo rennt nun Gruppe 0 noch gleich hin? Hier eine was war Gruppe 0 da? Gruppe 9 ist dafür zuständig. Da hast du recht. Es liegt wirklich eine Verletzung dann, vor. Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der. Warum war Gruppe 0? Warum? Warum? Ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ich echt mal. Ja, dass hier eine Verwechslung jetzt reicht's aber auch. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ja, das ist ja einmal. Alter! Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Halt's Maul! Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort sie schaudert. Forschung sie schaudert. Kettenhemd. Zahltag. So, ihr seid Armee 3. Da haben wir eine. Haben wir Bogenschützen und schwere Infanterie. Was brauchen wir sonst noch?
Architektur wird überbewertet. Pferdezucht, das können wir uns gerade leisten. Die bauen da hinten den Schießplatz, aber ich möchte vorher... Ja. Moment. Weil ich gerade diese Stelle sehe... Ich möchte da mein Laboratorium hinbauen. Oh, von hier aus können die auch angreifen. Hoffentlich merken die das nicht. Nichts lieber als das. Und dann möchte ich hier noch so... Da ist Straße. Ach scheiße, ich hab mitten auf der Straße gebaut, oder? Mal. Huch. Ja. So ist auch gut und ein Wohnhaus direkt da. Neue Technologie erforschen lassen. Hab ich das? Ein Kettenhemd habe ich erforschen lassen. Jetzt ein Plattenharnisch. Achtung! Achtung! Information! Ich würde sagen, es wird Zeit für ein kleines Zwischenspeichern. Da, 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 da. Ich hab getan, was ihr wolltet. Und wieder motivieren. Wir werden gesegnet. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Jetzt Langschwertkämpfer. Eine neue Technologie ist erforscht. Jetzt brauchen wir das Eisen, den Meisterschmied. Dann brauchen wir hier noch. Können wir hier ausbauen? Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Jetzt können wir noch Holz kaufen. Oh nein! Boah, wisst ihr, was ich jetzt mache? Es war herrlich anzuschauen, wie der stumme Gelehrte die alte Wettermaschine in Gang setzte und sich durch deren Kraft das Wetter besserte. Hahaha. Leckt mich, Leute. Oh. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ihr verfügt na, nun über dazu habt ihr nichts mehr zu sagen, was? Seid ihr eiskalt abgesoffen? Oh. Ihr zieht was? Uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Aber genau das erwarte ich von euch. Da kann er doch hinlaufen! So, jetzt kann ich zumindest sehen, wo die Straßen sind. Architektur. Ach ja, wir ziehen denen das letzte Hemd aus und die lassen sich das nicht gefallen. Priester. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Missbraucht man den guten Glauben dazu, die Bevölkerung im Zaum zu halten. Ah, jetzt ist das Geld natürlich nichts mehr wert, oder? Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Jetzt haben wir unser Geld zum Fenster rausgeschmissen und können es bestimmt den Schwertkämpfer nicht mehr leisten. Dort oben im Baum kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich so. Mach das schon. Armee 3 steht so zu Diensten. Bastardenschwertkämpfer. Und Eisengießen. Und Befiederung. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Das sieht wirklich aus wie Mordor. Da kann mir niemand was erzählen. Evolos ist einfach eine Mordor-Kopie. Solange wir übrigens keinen Winter haben, brauchen wir diesen Übergang nicht zu bewachen. Deswegen können wir auch die Helden dorthin zusammenziehen. Wo ist Gruppe 0? Und dann haben wir den Alchemisten übers Ohr gehabt. Das ist Wucher. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. Nein. Eure Nein, das war falsch. Gesegnet. Das war jetzt falsch. Tut mir leid. Das, bügeln wir gleich wieder aus. Macht mal hinne. Fertig. Boah, ob wir die Motivation irgendwie auf 200% erhöhen können. Seine Arbeit. Eure das Gelehrten ist gut. Haben eine neue Technologie erforscht. Gut, gut. Hm.
Eisengießen, Architektur braucht noch eine Weile. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie ausbauen, erforscht. Ausbauen, Befiederung, Botkin-Pfeile. So, Motivation wieder angehoben. Jetzt könnt ihr uns noch über diesen Weg angreifen. Gruppe 0 kann jetzt hier bauen. Ich glaube, wir brauchen Kanonen. Das könnte nicht schaden. Ich glaube, ein bisschen schwere Artillerie. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser letzten Lichtung und habe Holz gefällt. Ausbau vollbracht. Na, da ist doch Platz. Das passt doch locker. Huch. Forschung abgeschlossen. Architektur ist erforscht worden. Wunderbar. Erforschte Art und Weise. So, ein Gutshof. Damit hätten wir auch das geregelt. Hier möchte ich eigentlich die Kanonengießerei bauen. Wo haben wir unsere Abholzer? Die geben sich alle Mühe, um ihre Arbeit zu erfüllen. Holzt hier ab. Wo ist Gruppe 0? Ach ja, da. So, baut man bitte eine Wettervorhersage. Holzhärten, weil wir es können. Wir haben unser Holz gekriegt. Das ist ja super. So hohe Steuern habe ich mein Leben nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Ausbau fertig. Das ist Wucher. Ja, Schnauze. Unsere Siedler werden gesegnet. Oh, wir brauchen ein neues Dorfzentrum. Wir brauchen jetzt das neue Dorfzentrum hier unten. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Na, wie wollen wir? Dann müssen wir sehr weit vorrücken. Ich hab getan, was ihr wolltet. Wir schicken erstmal Dario auf Erkundungstour. Und dann gucken wir, wo wir uns am besten befestigen können. Denn mehr als 4 Kanonentürme will ich nicht platzieren müssen, damit wir uns vernünftig verteidigen können. Ja, Zahltag. Außerdem können wir währenddessen noch mit den Typen hier unten reden. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Während hier Platz für das Kanonengießen gemacht wird. Jetzt Meteorologie, damit können wir unsere Wettermaschine bauen. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Ich hab fast schon Bock, den Wetterturm eigentlich hier oben hinzustellen. Ich hier sein. Vielleicht brauche ich einfach 2 Wettertürme, einen hier und einen auf der anderen Seite der Bucht. Erstmal müssen wir einen Platz finden, wo wir die denn hinstellen wollen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Sehr wohl. Erstmal speichern. Nicht, dass gleich irgendwas Ungewolltes passiert. Sehr wohl. Alchemist. Gut. Seid mir gegrüßt. Ihr habt bestimmt schon von meinen einmaligen optischen Gläsern gehört, oder? Nein, Galileo. Für einen kleinen Obolus erlaube ich euch einen einmaligen Blick durch mein Fernglas. Ihr werdet es sicher nicht bereuen. Ach so. Darauf kommen wir zurück. Kanongießer! Willkommen, willkommen! Ihr sucht das Besondere. Nun, kein Problem, kein Problem. Bei mir findet ihr die besten Kanonen weit und breit. Gutes Material, Kampf erprobt und äußerst günstig. Ein Restposten aus alten Tagen sozusagen. Wie ist es? Kommen wir ins Geschäft? Mal speichern. Tribute, oder? Zeit, 1000 Taler, damit ihr euch einen einmaligen Blick auf Kerberos für 5000 Taler könnt ihr beim Händler ein paar Kanonen abkaufen. Und was hat der so dazu sagen? Ich
Seid mir gegrüßt, Milord. Ihr macht einen kleinen Ausflug in die Berge? Nun, für eine kleine Geste der Aufmerksamkeit könnte ich euch einen geheimen Pfad zum Außenposten des Dunklen Lords zeigen. Oho. Tausendtaler. Das klingt alles sehr gut. So gut ich kann. Dario soll erstmal weiter erkunden. Und Motivation erhöhen. Der geht auf einen Schlag wieder auf 135%, also wieder aufs Maximum hoch. So gut ich kann. Ja. Was haben wir denn da? Nein, da gefällt mir noch nicht so ganz. Ja. Gut. Wie ihr wollt. So gut ich kann. Mit den guten alten eckigen Türmen, die immer die Bösen sich haben. In Ordnung. Gut. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wünscht, mein Herr. So gut ich kann. Ja. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ich bin fast schon versucht, jetzt schon ein paar Kanonen zu kaufen. Aber das Problem ist, sehr wohl, in Ordnung. Wir haben einfach nicht den Platz. In Ordnung. Ja. Hier sieht es wirklich wunderbar zu verteidigen aus. Ja, mein Lord. In Ordnung. Sehr wohl. Gut. Oh, Feind in Darius Nähe. In Ordnung. Ja. Erkunde das Land. Oh Scheiße, das ist eine Horrorarmee. So gut ich kann. Sehr wohl. Das kann kein Ungläubiger besser. Das ist eigentlich unsere Gelegenheit. Oh nein, wir sind nicht Winter. Ich hab ganz kurz das Gefühl gehabt, es würde Winter werden. Wir können doch keine Wettermaschine bauen. Es wird Winter! Schnee bedeckt die Landschaft. Wir können nicht vorstoßen, solange wir keine... Wir können nicht vorstoßen, solange wir keine Wettermaschine haben. So sei es. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Denn ansonsten können wir uns den Rücken nicht frei halten. Erstmal die Motivation wieder erhöhen. Siedler werden gesegnet. Nachdem wir diesen Angriff abgewehrt haben, erstmal Helden, geht mal besser dahin. Ich habe ein mieses Gefühl. Die Arbalestenschützen werden schon in der Lage sein, das zu verteidigen. Zumal wir Kanonentürme stehen haben. Oh, die kommen. Hab ich da gerade irgendwas gesehen? Ich glaube, er hat gerade irgendwas geschossen, oder? Ach ja, die Falle war das. Die Falle ist gerade explodiert. Dann müssen wir die Helden auf jeden Fall da reinhalten. Wir haben unsere Schwertkämpfer ja noch. Die können wir... Die behalten wir in Reserve. Oh, scheiße, auf die Reiter. Jetzt erst auf die Kanonen. Zuerst auf die Kanonen. Alter, die marschieren hier schon wieder ein. Das ist unglaublich. Für Ruhm und Ehre. Auf in den Kampf. Helden, marschiert dann bitte durch. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Oh. Wer schießt denn da auf unseren Turm? Was? Erik? Nein, Erik nicht. Pilgrim. Attacke! Für Ruhm und Ehre! Heureka! Die Kanonen jetzt müssen weg, zeigen, ganz schnell. Greift die Kanonen an! Ergreift sie! Bis in den Tod! So soll es sein!
Nur Mut! Wir werden siegen! Könnt ihr nicht einmal einen anderen zur Reparatur. Natürlich. Direkt ja, gucken, ob der Siedlungsplatz geräumt ist. Armee 1 steht direkt daher. Und sobald der Turm wieder aufgebaut ist, können wir den Siedlungsplatz in Beschlag nehmen. Und mal schön dann bis nach Süden voran. Sieht ganz danach aus. Wie also ihr wünscht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Hauptsache, wir kriegen die Wettermaschine noch vor nächsten Winter fertig.